Hi, ich bin die Carrie von themeetimeconcept.com und dich erwartet heute ein Do-It-Yourself-Bilderrahmen im Boho-Stil. Ich verwende heute das Fotopaper Plus von Canon in der Sauteur-Qualität in 260 Gramm für ein schönes Erlebnis. Und natürlich brauchen wir auch schöne Trockenblumen. Und zwar lege ich mir hier schon mal einiges bereit. Ich achte darauf, dass ich Trockenblumen verwende, die ein bisschen einen Stiel haben. Jetzt fehlt aber noch eine ganz wichtige Sache, nämlich die Erinnerung, die du hier im Bilderrahmen platzieren möchtest. Dazu greife ich jetzt nochmal zum Fotopaper und ihr seht schon, das ist 10x15, das passt jetzt ideal bei mir rein. Ich greife gleich mal zu meinem Handy und suche mir da ein schönes Bild aus. Ich finde ja, dass Schwarz-Weiß das sehr gut passt und ich verbinde das mit meiner Canon-App zu meinem Canon Pixma Drucker und voilà, wir haben hier auch schon unser Foto. Ich möchte euch auch hier nochmal zeigen, diese wahnsinnig schöne Qualität des Fotopapiers. Das ist nämlich eine so eine Sauteur-Qualität, geht mehr in Richtung matt und finde ich, passt sehr, sehr gut zum Bohemian-Stil. Ich klemme das jetzt mal rein und was natürlich auch ein Vorteil ist von den 260 Gramm, das Foto steht sehr schön. Das biegt sich jetzt nicht um und legt sich nieder. Das ist gerade, wenn wir das Foto wirklich nur wo reinklemmen, dann bleibt es einfach stehend im Rahmen und somit kannst du das auch wirklich als Dekoration frei stehen lassen.